Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Kata Sammy. Kata Sammy, sag Hallo. Sag Hallo. Ja. Und Renate. Und wir haben dieses Wahnsinnspaket bekommen von einer ganz, ganz lieben Abonnentin. Ich lege mal das Papier auf Seite, was da drin ist. Nämlich die liebe Claudia. Und die hatte uns schon mal ein Paket geschickt. Und jetzt nochmal. Das steht jetzt schon, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen da. Wir haben es immer nicht geschafft, das zu filmen, weil es ja ein paar Minuten brauchen wird. Ne? Und sie hat schon gesagt, ich könnte es auch ohne zu filmen. Aber nee, ihr sollt das auch sehen. Ich habe noch weiter als bin ich noch nicht gekommen. Ich wollte mir auch nicht die Überraschung verderben, ne Sammy? Sammy hilft natürlich, wie immer. Ja, fangen wir mal an. Also, oben drauf ist erstmal Verpackungsmaterial. Das legen wir beiseite. Das können wir ja auch brauchen. Und dann kommt ein Snow Blanket, also das ist eine Decke, die aussieht wie Schnee. Das ist natürlich wunderbar für eine Weihnachtsdekoration. Kann man dann zum Beispiel die Weihnachtseisenbahn oder natürlich kann man es auch über die Weihnachtseisenbahn draufhängen. Oder den Schnee, den Nikolaus, den Sammy nicht mag. Dann fällt der wenigstens weich. Also wir haben 2 so Art Nikolaus, die immer vor dem Baum stehen. Wir haben einen nordischen Nikolaus. Genau, der nordische, den kann er nämlich nicht leiden. Sammy verliebt es nämlich dann unter diesem Hocker, wo der Weihnachtsbaum da drauf steht, sich da drunter zu verstecken. Da ist ja noch so eine Decke. Und dann stehen die beiden Männer davor. Und dann geht das immer batsch. Und der nordische liegt da, nie der andere. Aber den kann er nicht leiden. Und wenn der jetzt auf so einer Decke stünde, mit dem anderen ruhig zusammen, dann fällt der wenigstens weich. Nein, aber ist natürlich für viele, viele Dekos ganz toll. Dankeschön. Und da kommt ein Brief. Nein, ist das süß. This big kiss especially. Ist das süß? Das ist ein Frosch, ne? Ein Frosch mit Haaren. Eine Karte aus Belgien steht hier. Belgian Greetings. Belgische Grüße. Aber das kommt nicht aus Belgien. Nur die Karte. Ich guck mal rein, was da steht. Also, this big kiss especially for you. Also dieser große Kuss ist extra für dich, steht praktisch hier. Und hier steht, liebe Renate, zu deinem Geburtstag alles Liebe und Gute nachträglich. Ich hatte am 11. Juli Geburtstag. Jetzt wisst ihr, wie lange die Kiste hier steht. Und was haben wir heute? Ich traue mich gar nicht zu sagen. Ich glaube, den 24. August. Den 12. Juli. Zwischendurch war der Sammy noch so krank. Ach, das war furchtbar. Du warst zwischendurch krank, ich war zwischendurch krank und dann Sammy. Das ist das Allerschlimmste, wenn einem unserer Tiere was ist. Denn die können gar nicht sagen, oh ja, mir tut's hier weh oder da weh. Ja, ja also, waren wir zweimal beim Doc ja. Mit dem Sammy. Ja, natürlich. Sobald die was haben, sind wir beim Tierarzt. Ja. Lieber Nate, zu deinem Geburtstag alles Liebe und Gute nachträglich. Ach so, es kam also nach dem Geburtstag. Kleine Erleichterung, trotzdem ist schon ewig hier. Feiere das Leben, wie es ist. Die Clear Stamps sind alle von Temu. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Ich habe noch nie bei Temu bestellt, aber schon allerlei Gutes gehört. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen etwas mehr. Liebe Grüße, Claudia. Ist das süß. Und da drin ist noch ein Kussfrosch. Ja. Sehr, sehr süß. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Du bist, ich habe es dir ja schon gesagt, ich habe es dir schon mehrmals geschrieben. Du bist schon verrückt, nicht? Mir sowas zu schicken. Das ist der helle Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr. Karte lege ich auf Seite, damit die hier nicht unter die Räder kommt. Oh je. Vorsichtig. Vorsichtig steht hier. Da steht irgendwas mit vorsichtig. Vorsichtig aufschneiden. Das ist mein Stichwort. Wofür? Messer? Sie hat auch gesagt, leg ein Messer daneben. Entschuldigung, ihr Lieben, wir holen gerade ein Messer. So, Sammy hat ein Messer geholt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Mein weltbester Ehemann hat ein Messer geholt. Er hat mich schwitzen lassen. Ich schwitze sowieso. Heute ist Regen, Regen, Regen. Aber irgendwie so schwül. Es ist gar nicht mehr so heiß, aber schwül. So, vorsichtig aufgeschnitten. Ich leg das Messer mal hier rüber. Also beim letzten Mal hatte die liebe Claudia ja auch ein Paket geschickt. Da hatte sie aus irgendeinem Bastelshop so. Da kann man wohl eine Tüte für 10 Euro alles Mögliche reintun. Und davon hatte sie mir zugeschickt, das war auch ein Riesenpaket, der Wahnsinn. Und ich glaube, Sachen sind auch jetzt wieder so in der Art von da. Und dann hat sie eben auch noch bei Temu bestellt.
wo ich noch nie bestellt habe. Und ich gib's zu, ich habe genörgelt. Wann machen wir das endlich, ne? Wann machen wir das endlich? Sag es ruhig. Nein. Und dann hieß es, nee, dann hatten wir ja diese Tage gefilmt, da die Futterboxen, also Menschenfutterboxen. Und dann wollte ich das in einem, hast du gesagt, nee, heute kann ich nicht mehr, machen wir morgen. Ja, morgen war wieder was anderes und in dem Tag konnten wir auch nicht. Und dann, es war immer was. Und dann hieß es eben, was filmen wir denn zuerst? Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt keine Frage. Das. So, jetzt sind wir also dran. Ich habe keine Ahnung. Oh, und meine Schwägerin hat auch schon gefragt, hast du das schon ausgepackt, das große Bastelpaket? Nein, denn sie ist ja nicht mindestens genauso neugierig wie ich. Und das sind alles Clearstamps. Ich liebe Clearstamps. Also, wenn ihr nicht Bastler seid, das ist Fussels hier. So, mal auf Seite legen. Wenn ihr nicht Bastler seid, also Clearstamps, die sind aus Silikon. Und die sind eben klar, nur aufgedrückt, so wie es aussehen soll, denn sonst kann man das ja gar nicht erkennen. Oh, das ist so süß. Make a wish, it's your birthday. Es sind also kleine Sprüche dabei. Und dann, oh, ich habe sowas Ähnliches als Clear Stamps, aber mit kleinen Herzchen. Das verwende ich zum Beispiel gerne für eine Trauerkarte. Ne? Weil da sind diese ganzen kleinen Samen, die sind alle Herzchen, die dann wegfliegen. Und dann ist da so ein schöner Spruch, den man dann dazu verwenden kann, dass also die Liebe bleibt. Und das finde ich immer sehr tröstlich. Ist ja auch so. Nur weil jemand stirbt, hat man den ja nicht vergessen. Und das sind ja also ganz normale Pusteblumen mit normalen Samen. Sehr schön. Boah, alles nagelneue Stempel und kleine Schmetterlinge noch dazu. Ich weiß, dass meine Schwägerin jetzt davor sitzt und die wird mir gleich garantiert WhatsApp-Nachrichten schicken. Boah, das ist so schön und das ist aber schön. Weiß das. Ach, da ist immer zwischendurch noch ein Blättchen hier von dem. Ah, das sollte ich dann also ruhig dabei lassen. Ne? Lege ich wieder drauf. Ich lege es wieder drauf, jawohl. Was ist das? So herum wird ein Bild draus. Moment. Ah, oh, das ist ein so rum. Das ist ein Ast mit einer Schaukel. Das kann man natürlich so verwenden oder auch irgendein Tier oder ein Mädchen oder sowas draufsetzen. Ne? Ja, andere Stempel. Aber so ist es auch sehr schön. Für alles Mögliche. Die Schaukel bleibt leider leer, du bist nicht da. Irgendwie sowas, ne? Toll. Und so groß, ne? Ja. Nein, sind die süß. Was sind das? Was seid ihr denn für Männleins? Kleine Küken, würde ich meinen. Wikingerküken. Ein Küken mit einem Goldfischglas, ein Küken mit einer Angel, ein Küken Weihnachtsküken hat so Zuckersteine in der Hand und. Mach mal das weiße Blatt dahinter, man am besten. Kann man das sehen? Ja. Sonst muss ich ein anderes weißes Blatt tun. Ich denke mal, ja. Ich könnte auch ein rotes Blatt dahinter tun. Wie geht das besser? Ja. Ja oder nein? Ja. Kannst du was erkennen? Ich kann was erkennen. Ich kann mal erkennen. Es ist was da. Das ist süß. Da kann man ja alles mitmachen, ne? Das ganze Jahr über. Und ein kleines Küken, was einen Brief in der Hand hat. Im Händchen hat. Wo lege ich das hin? Ich lege es hier ab. So. Sehr, sehr, sehr süß. So, so. Nächste. Boah, das wird ein langes Video. Oh, das ist ja auch süß. Love you so much. You are loved. Und dann sind da lauter so Hände, die ein Herz wie ein Herz halten. Ach da, das, was ich ewig studiert habe, bis ich das mal hinkriegte, ne? Und dann habe ich ja erfahren, dass man das heutzutage irgendwie ganz anders macht. Aber meine Finger wollen das nicht. Ich bin froh, dass ich das hinkriege. Happy Valentine's Day, forever and ever. Und kleine Herzen mit Pfeil durch. Ach, dann muss ich wieder das davor halten. Gar nicht wegtun, ne? Ich hoffe, man kann... Ja, Sammy! Ja, dann halte doch hin. Ich dachte, du hättest funktionieren. Sollte ich mich da drauf legen? Jetzt sieht man natürlich nicht. Ne, so sieht man schon mal gar nicht. Ja, das blendet aber auch. Was blendet? Die Lampe. Das ist ja blöd. Wenn ich so halte oder so? Ja. Soll ich lieber immer so halten? Ja. Okay. Ich muss nicht so sehen sein, das ist egal. Das steht. Lauter Sprüche, deutsche Sprüche. Dem Auge so fern, dem Herzen ewig. Na ja, genau.
Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. Das ist wirklich wahr. Und Waldaussprüche. Werde dich niemals vergessen. Ja, die meisten von euch wissen es ja, wir haben innerhalb eines Jahres tatsächlich so viele Leute verloren. Meine älteste Freundin, meine langjährigste Freundin Beate, dann ein paar Tage später meine Mama. Gut, die lag auch schon wochenlang im Sterben, das war eine Erlösung. Dann an Weihnachten, also das war im Juli 21. Dann meine Schwester an Weihnachten, ein paar Tage später unsere Katze Elfie. Dann im April fing deine Mutter an, ne? Wurde ganz krank. Die ist dann im Juni gestorben und dann noch im August unser Hund. Und irgendwie war das alles sehr, sehr traurig. Oh, das ist süß, das kann man für Ostern und, du wolltest nicht in die Kiste, ne? Für Ostern und auch so verwenden. Hasen mit Töpfen. Nein, kannst du nicht sehen? Was mache ich dann? Nix. Du kannst ja nicht sehen. Ich muss doch ein weißes Blatt haben, ne? Warte mal, ich habe doch hier Karten von mir. Geht das? Jo. Weil ich, ja, warum habe ich hier Karten von mir? Das sind fertige Karten, die habe ich gedacht, vielleicht, aber nicht bei diesem langen Video. Die zeige ich euch dann auch mal. Und da steht immer hinten schon drauf, Handmade with Love. Ich mache immer sowas drauf. Das geht doch besser dann, ne? Oder so ist, glaube ich, noch besser. Guck mal. Ich bin aufgeregt, das tut mir leid, ich bin wirklich aufgeregt. Denn das sind Bastelsachen. Das sind Bastelsachen. Ich könnte mich jetzt schon zurückziehen ins Bastelzimmer. Du musst das nicht ewig ranzoomen. Ich hab schon. Du kannst weitermachen. Ja, dann musst du das sagen. Das kann ich ja nicht sehen. Gut. Der ist richtig eingepackt. So. Boah, das hast du echt schön eingepackt hier. Und das sind Blumen, sind das Lächeln der Erde. Das stimmt. Kräutergarten, Kaffeeklatsch. Also alles rund um Blumen. Ja. Ich will jetzt nicht alles direkt vorlesen, ne? So schön. So schön. Das kann ich verstehen, dass du nicht aufhören konntest. Aber ich hoffe, du hast dir auch welche bestellt. Das habe ich nicht bestellt, steht hier. Das habe ich nicht bestellt. Klug war es nicht, aber geil. What the fuck? Richtig auf Deutsch. Arschkarte. Oh fuck. Oh, das darf man gar nicht sagen, ne? Im amerikanischen Fernsehen darf man sowas gar nicht sagen. Ich könnte kotzen vor Glück. Selber doof, auch lieber süße Sprüche. Wie gut, dass mich keiner denken hören kann. Ja, manchmal, ne? Alt genug, um es besser zu wissen, aber noch jung genug, um nichts drauf zu geben. Die Zeit heilt gar nichts. Sie sorgt nur dafür, dass deine Erinnerungen verblassen. Aber auch nicht alle. Ja, doch, manche, ja. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das ist süß, das ist süß. So richtig freche Sprüche, jo. Ne? Ja, ich habe sie schon alle vorgelesen, ich weiß. War auch so süß. Lass dir dein Glitzer nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Ich mag Menschen, die lächeln, wenn es regnet. Ja. Also, heute Morgen haben wir eigentlich spazieren gehen und dann hat es geregnet und gedonnert. Und dann war ich, einerseits habe ich gedacht, ach wie blöd. Und andererseits, ach wie blöd. Ja. So, also schöne Sprüche. So, da habe ich irgendwie gelächelt. Aber Sommerregen ist sowieso was Tolles. Ne? Wir sind eigentlich grundsätzlich froh, wenn es regnet, weil die Natur noch so viel Regen braucht. Und nachdem so viel Grundwasser überall abgezapft wird, braucht es ewig, bis da mal wieder was nachläuft. Und die Bäume brauchen es. Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht. Das stimmt. Einfach mal dankbar sein für alle Probleme, die wir nicht haben. Das ist genau, was ich sage. Das ist wirklich wahr. Und das habe ich das gezeigt? Ne, so bin ich. Ne? Hauptsache, ich habe es gesehen. So, während ich das zeige, könnte ich ja hier schon mal gucken. Ah, alles Liebe zur Konfirmation. Mögen deine Träumen Flügel wachsen. Danke, dass es dich gibt und du so bist, wie du bist. Einzigartig ist viel besser als perfekt. Glück ist, eine Freundin wie dich zu haben. Ja, das ist wahr. Das möchte ich einigen Leuten sagen. Ja, das muss ich jetzt auch noch zeigen. So, da steht seltsamerweise Lukas noch mit drauf. Ich kenne jetzt keinen Lukas. Nein, aber macht ja nichts. So. Und es geht noch weiter. So, ja, also jetzt zeige ich die Karte auch mal so. Das ist eine meiner neueren Karten.
mit einem Transparentpapier und hier eine Ausstanz und lauter Vogelhäuschen. Und dann habe ich noch ein Brett, eine Biene und ein Vögelchen. Kann man dann drinnen sehen hier. Ich lasse das extra immer, dass man das sieht, damit die Leute wissen. Ach ja, und das hier in den Ecken sind auch Bretts, weil man das ja ungern mit Klebstoff festmacht, hier das Transparentpapier. Das sieht sonst so blöd aus. So, jetzt wisst ihr auch, was das war. Und weiter geht's. Oh, das sind so viele. Ich glaube, ich kann die nicht alle zeigen. Das ist Wahnsinn. Ihr werdet voll quasi langweilig sein, ne? Oh nein, das sind alles Kätzchen. Cute lazy cat. Oh, alles Kätzchen. Wenn ich die so halte, meinst du, das geht dann? Keine Ahnung. Du hast die einfach hingesetzt, ne? Ich kann nur hoffen. Also es sind lauter sehr, sehr süße Kätzchen. Ich kann sie erkennen. Und mehr Kätzchen. Sehr süße Kätzchen. Du kannst sie erkennen, das ist die Hauptsache. Ganz viele Kätzchen. Ich werde das nachher, also in aller Ruhe nochmal sehen. Oh, wie sind die so eine Katze auf dem Rücken? Da sind Igelchen und Hündchen und Kätzchen und alles. Sind die süß? Und Hunde. Who needs a hug and a great big kiss? Oh ja. Wer braucht eine Umarmung und einen dicken, saftigen Kuss? Ja, ich erinnere an Schröder. Bernardiner-Küsse sind einfach die besten. Ja. Wir hatten ja einen Bernardiner. Anna. Eine Naturgewalt. Anna. Und das sind Osterhäschen und Küken. Wie gesagt, ich mache es jetzt etwas schneller, sonst wird es ja total langweilig für euch. Oh nee, das sind ja kleine Hamster. Das sind kleine Hamster in allen Positionen, so wie die Küken vorhin. Mhm. Ne? Ich denke, das sind Hamsterchen. Steht nicht drauf, wie die heißen, aber ich glaube, das sind Hamsterchen. Und das sind wieder Kätzchen. With a little help from my cats. Genau so ist es. Mit ein bisschen Hilfe von meinen Katzen. Ja, das sehe ich auf meinem Basteltisch immer. Was denen nicht gefällt, das runter. Schere, weg. Ne, Sammy? Hm? Was sagst du, Sammy? Frohe Ostern! Das ist süß, da kann man dann. Hier ist der Hase und der hat eine Tafel vor sich und dann kann man dann die Worte drauf. Happy Easter! Frohe Ostern, ein kleiner Osterbus. Fröhliche Hasenparty und so weiter. Mensch, du hast aber auch Wahnsinns Stempel ausgesucht. Das gibt's ja gar nicht. Gib nicht auf, große Dinge brauchen. Zeit! Achso, Zeit steht drunter. Herzlichen Glückwunsch, nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Dankeschön, hab einen tollen Tag, lass dich feiern. Ach toll. So tolle Sprüche, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ne? Schön. Ich habe noch gar nicht so lange Sprüche, ich habe immer so einzelne Wörter und so kleine Sprüche. Das sind Herbst, die Kurzfassung, der Sommer ist vorbei. Regen ist eigentlich nur flüssiger Sonnenschein. Wie süß. Wie gesagt, ich lese die jetzt nicht alle, ihr werdet ja verrückt. Ich werde schon verrückt. Und da ist der Mond. Vollmond, Halbmond, zunehmender Mond, abnehmen. Was steht denn da noch alles? I heard the what? Das muss ich in aller Ruhe mal lesen. Es ist sehr klein geschrieben. From the valleys and the open to the... Nein, ich kann es nicht lesen im Moment. Aber ich habe eine Lupe. Auf jeden Fall ein toller Mond und ein Baum und zwei Blätter. Viele Monde. Ja, habe ich dir gedacht, das wäre es jetzt. Ne? Nee. Da kommen noch zwei Stapel. Nehme ich am besten jetzt mal hier drauf. Na, komm her. So, auf den Lukas. Oh, hier sind alles Mögliche an Blättern. Ich muss das dahinter legen, nicht vergessen. Blätter. Und das sind auch Blätter und Blüte. Muss man selber erst gucken. Und hier. Manche Herzen verstehen sich einfach. Folge deinem Herzen, aber vergiss nicht, das Gehirn mitzunehmen. Das ist gut. Was siehst du für ein Gesicht? Du denkst, oh, Stempel. Ne? Nein.
Ich vermisse dich, steht hier. Herzlichen Glückwunsch, beste Wünsche, alles Liebe, gratuliere. Und die sind echt so schön, die Stempel. Hallo Baby. Glück ist hausgemacht. Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Ja, bei dem Spruch muss das ist ein süßer Spruch, ein ganz süßer Spruch. Aber jetzt muss ich immer daran denken, wie Jürgen von der Lippe das in einer seiner Shows da verbraten hat, also in seinem Bühnenprogramm und wie der das dann sagt. Nein, der findet das. Der verarscht dann immer die Leute. Ne? Dann hat das ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Und dann hatte das Kind einen ganz absonderlichen Namen, was weiß ich, Tamara Cheyenne Schmitz oder sowas. Irgendwas ganz, was überhaupt nicht zueinander passte. Grüllendes Gelächter. Aber der Spruch ist einfach zauberhaft. Zum Nachwuchs die besten Wünsche. Ich muss gerade zwei Babykarten machen. Psst. Kann ja sein, dass die da mitgucken, die bekommen. Danke vielmals, hab dich lieb. Nur eine Kleinigkeit. Ich bin sprachlos. Ja, ich auch. Wie kann man so viele... Wie kannst du mir so viele Sachen schenken? Bist du verrückt? Ich habe dir gesagt, ich werde mich rächen. Aber bis jetzt habe ich mich noch nicht gerecht. Aber das ist der helle Wahnsinn. Im Herzen barfuß. Der Weg ist das Ziel. Ich will weg. Frei und unabhängig. Da ist ein VW-Bus und ein Mercedes-Bus. Hat Mercedes einen Bus? Da ist ein Mercedes-Bus. Das ist ein Mercedes-Zeichen, ne? Das ist ein VW-Bus. Mein Gatte nickt mit dem Kopf. Er ist sprachlos. Bitte lächeln. Oh, ist das süß. Die gucken alle an der Seite. Und dann steht da bitte. Siehst du, hast jetzt auch gelächelt. Das ist schön. Bitte lächeln. Hallo von uns allen. Hip, hip, hurra, beste Wünsche. Ein Hoch auf dich. Ein Hoch auf dich. Happy Birthday. Best Father. Da fehlt ein F. Best Mother. Sending hugs. Just married. Happy Graduation. Well done. With love. Welcome baby. Und so weiter. Für alle Lebenslagen. Und was ist das? Boah, ich weiß. Also ihr Bastler seid jetzt mit Sicherheit hin und weg. Ich auch. Zuckersüße Grüße. Klein und rund, schwupps, sind sie im Mund. Ah, das ist, wenn man Paline oder Kekse verschenken. Du versüßt meinen Tag. Guck mal, ist das nicht süß. Was steht denn da? Kalorien. Die kleine und hinterhältige Kreaturen, achso, die, wie im Duden. Kalorien, Lautschrift, Kalorien, Komma, die. Doppelpunkt. Kleine und hinterhältige Ausrufungszeichen, Kreaturen, die in Kleiderschränken leben und nachts heimlich Kleidung enger nähen, sowie Gürtellöcher zukleben. Bevorzugter Nistraum ist die Schnuckelschublade. Untergattungen sind auch im Kühlschrank, Herd oder der Keksdose heimisch. Süß, wenn sich sowas ausdenkt, ne? Ah, und dann nochmal Blumen und Blätter. Das sind Iris oder sowas, ich kenne mich in Blumen immer nicht aus. Und das vierte Päckchen mit Wahnsinnsstempeln. Und Stanzen. Wow, ich glaube, die gehören zum Teil wohl zu den kleinen Stempeln dazu. Stempel, das sind Gnome, Wichtel. Ich schwöre, die gehören zueinander. Definitiv. Man muss dann nur suchen, wer zu was gehört. Ja, ich gehe mal davon aus, die sind genauso. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht so rum. Ja, so könnte es hinhauen. Muss die aber immer zusammenlassen. Oder jeweils. Die passen wirklich aufeinander. Ja. Oder dann eben, ja, am besten zusammenlassen. Genau. Gerade die Stanzen, denn sonst werde ich die nie wieder finden. Oder ich müsste jeweils den einzelnen kleben zu dem Stempel. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wow. Kleine Wichtel. Ich musste letztes Jahr Weihnachten auch extra Wichtelkarten machen, weil einige meiner Freundinnen auf einmal ganz jeck waren auf Wichtel, Gnome.
Und dann haben wir hier sending wishes for a very happy day. Und da sind kleine Mäuschen. Mäuschen. May all your dreams come true. Und dann noch die passenden Stanzen dazu. Toll. Ja. Da muss ich, glaube ich, gar nicht die Karte dahinter tun. Ne? Die lasse ich jetzt auch schön zusammen. Ich glaube, ach ja, meine Freundin Annette war noch nicht hier, um mir zu basteln. Sie hat immer gesagt, ja, demnächst komme ich, aber dann hat es sich doch noch nicht ergeben. Und dann haben wir hier, das sind garantiert, ja, das sind die Stanzen zu diesem. I'm blown away, das ist mit Seifenblasen. Blow bubbles, when life gives you troubles, blow bubbles. Also wenn das Leben dir Probleme macht, dann mach Seifenblasen. Echt süß. Und die passenden Stanzen. Man kann also hier auch die große Seifenblase ausstanzen. Hat mal jemand versucht, einen Kreis ganz gerade auszuschneiden? Zu schneiden? Nein, man muss das stanzen, wirklich. Da wird man verrückt dran. Und das auch noch mit hier. Moment. Gehören die hierzu oder dazu? Lass mich mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall hier dazu. Keep on swimming. Das ist ein Kätzchen. Ein Goldfischglas und lauter Fische, die aber sehr glücklich grinsen. Und ein Kugelfisch. I can't take my eyes off of you. Ja, das denke ich mir. Die Katze kann die Augen nicht davon abwenden. Und da sind die passenden Stanzen. Sind das denn die passenden Stanzen auch dafür? Nein. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber wofür? Ach, die sind vielleicht hierfür? Iglu? Ja, die sind hierfür. Da ist ein Iglu und kleine Pinguine. Der eine hat eine Mütze an, der nächste hat Kopfhörer. There's place like home, cool, on one like you. Stay cool. Let it snow. Und jede Menge Schnee da oben. Ach, das ist schön, dass du die immer zusammengepackt hast. Liebe Claudia, das ist der Wahnsinn. Wirklich. Wir haben ja festgestellt, so arschweit weg wohnst du gar nicht, ne? Also irgendwann werden wir uns auch persönlich sehen, das steht fest. Und hier sind auch, nee, was süß. Das ist auch so Oster. Ja, hier, you're extra awesome. Thank you so much. You're so fly. Das ist ein Frosch, ein Schäfchen, ein Küken im Ei und ein kleines Häschen. Gehört da auch was dazu? Ich glaube, ja. Ja, das gehört dazu. Da ist diese Sprechblase nämlich. Ja, und diese kleinen Leutchen hier, die sind auch. Die kommen zusammen in einen Ordner jeweils. Jedes Blatt, ne, zusammen. Und dann haben wir noch Bugs and Kisses. Nicht Hugs and Kisses, sondern Bugs and Kisses. Also Käfer und Küsschen. Be my love, Bugs. Das ist echt süß. Man kann also in das Glas hier kleine Käfer reintun. Bienchen, Schmetterlinge, Raupen und andere Tierchen. Und es sind auch Löcher im Deckel, damit das arme Tierchen auch Luft bekommt, ne? Jetzt habe ich die übrig. Das ist witzig. So, ich lege die mal vorsichtig hier unten ab. Ich habe nämlich hier eine Kiste. Nee, tu die doch bitte in den Karton. Oh, das ist auch eine gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Machst du Stopp? Ich mach Stopp. Dann kann So, die kleine Kiste hat mein weltbester Ehemann auf Seite gestellt, damit da ja keiner dran geht, ne, Sammy? Sammy? Und hier haben wir einen Explosive Box Maker und Herzchenschablonen. Also, wisst ihr, was eine Explosive Box ist? Ah, da ist auch ein Foto davon, eine Zeichnung davon. Ich habe schon viele Explosive Boxen gemacht, aber noch nie mit einem Brett. Sondern immer ausgemessen. Also man hat meistens drei, also eine größere Box, so vielleicht, und dann die nächste kleinere und noch eine kleinere, und die werden ineinander geklebt. Ein Deckel oben drauf und die Seiten, die werden entweder ganz aufgeschnitten oder so geknickt. Und wenn man den Deckel abmacht, dann explodiert die praktisch. Und in die Mitte kommt dann irgendeine Überraschung rein oder sowas. Das ist echt was Schönes.
Ja, und das ist also extra dafür. Das habe ich noch nicht gemacht mit einem Gerät. Mit einem. Und das hier ist Bastelfilz. Bastelfilz habe ich noch nie ausgestanzt. Ich glaube, das kann man auch nicht. Ne? Und bestimmt schneiden. Ist natürlich schön, wenn man jetzt irgendein Tier, ne, mit ein bisschen unterlegt, mit ein bisschen Filz oder so. Das sieht dann so ein bisschen fellartig aus. Ne? Noch mehr. Nicht, dass ich bald wieder am Ende. Oh, wow, was ist das denn? Den Maxi-Duft. Du musst den Karton mal ein bisschen runter. Ich muss den Karton runter. Der ist immer noch so schwer. Oh, die waren neulich auch dabei. Ich glaube, die hast du selber gemacht. Kann das sein, liebe Claudia? So schön. Mit Folie. Und dann kann man da ein Teelicht reinstellen. Also so eins LED. Wir haben ja nur noch LED-Lampen. Und dann leuchtet das schön. Ich glaube, das hast du selber gebastelt. Das ist echt süß. Kleine Eisbären, Igelchen. Sammy, mit schimpfst du? Da bist du, Sammy. Hier, da ist Sammy. Sammy und Snuggy. Das sieht wirklich so aus wie Sammy und Snuggy. Und draußen steht, glaube ich, ein Hund. Oder Wolf, Fuchs. Weiß nicht. Auf jeden Fall sehr süß. Ne, es sind mehrere, die draußen gucken. Und ein Winterdorf. Eine einsame Insel mit Booten. Noch eine. Ah, oh, das ist ja süß hier. Leuchtturm und Möwen. Toll, ne? Ja, davon bekommt aber auch meine Schwägerin was. Da war es so eine tolle Idee, ne? Tolle Bastelidee. Ich will auch wieder da rein. So, ach ja, die kann ich ja auch da nach unten legen. Die lege ich aber in eine Kiste rein, ne? Und angefangen steht hier. Ich habe ein Messer. Ich weiß ja nicht, was angefangen heißt. Das sind alles Sticker. Das sind alle Sticker. Und das sind kleine Ausstanzungen. Das sind alle Sticker. Du Wahnsinn. Weihnachtssticker. Frühlingssticker, fröhliche Weihnachten, Merry Christmas, Schmetterlinge. Ja, die kommen nicht alle durch, natürlich. Ja, ich habe auch angefangen, das Sticker, natürlich. Naja, aber du solltest die wenigstens anders auch mal drehen. Damit ihr auch mal seht, was das ist, ne, ja. Entschuldigt bitte, ich bin echt aufgeregt. Das ist, sowas kriegt man nicht alle Tage. Das ist der helle Wahnsinn. Und Buchstaben. Ja, wenn jemand eine Karte mit Namen bekommt, dann muss ich die ja entweder dann ausstanzen, Buchstabe für Buchstabe, und aufkleben mit der Pinzette. Oder wenn man Glück hat, dann hat man eben Klebebuchstaben. Das geht viel schneller. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich werde auf jeden Fall meine Schwägerin teilen. Und wenn Annette dann mal herkommt, ich werde ihr das Video auch zeigen, dann selbstverständlich sie auch. Die kann sowieso von meinen Sachen dann mithaben. Ne? Wenn wir hier basteln, dann kann sie einfach an Papier und alles dran gehen. Die braucht nichts mitzubringen. Ah, da ist noch was drin. Ich dachte schon, alles Verpackungsmaterial. Nee, hier ist Dekoration für Grußkarten. Sehr süß. Kleine Perlchen und Kettchen und so. Ich tauche noch mal ein. Was ist das? Das weiß ich noch nicht, was das ist. Also, es sind Holzkugeln, Schmetterling auf Papier. Ich weiß nicht, was es ist. Ich werde sie fragen. Vielleicht muss man die Schmetterlinge. Ach so, man muss, glaube ich, dieses Papier auf so ein Stäbchen und dann obendrauf ein Holzding. Aber sicher bin ich nicht. Ich werde mal fragen. Nein, ich doof. Hier, guck mal. Siehst du, was das ist? Ein Mobile.
kann man natürlich auch andere Sachen dran hängen. Ich dachte, das seien Schnitte, aber das sind die Fäden, die darunter hängen. Man muss also die Schmetterlinge ausschneiden und da dran machen. Aber ich würde aus anderes dran machen. Nicht diese leichten Papierdinger. Ne? Und doppelseitige Klebepads. Das sind so Abstandspads, die braucht man unbedingt als Bastler. Unbedingt. Und dann haben wir noch Metallic Markers. Black. 5 Stück plus ein schwarzes Fineliner. Das kennt ihr. Also wenn ihr Bastler seid, kennt ihr sowas bestimmt. Und wenn ihr kein Bastler seid, dann kennt ihr es bestimmt auch. Denn das ist ja nicht nur was für Bastler. Hier haben sie es gezeigt, wie man damit so schreibt. Ich liebe sowas. Ich habe nur eine ganz, ganz blöde Handschrift. Wirklich nicht schön. Ich möchte so gerne auch dieses Handlettering machen. Ich habe mir sogar ein Buch davon geholt. Ich kann das nicht mal nachmachen. Ich kann das R nicht machen. Und irgendwann werde ich dann ganz, ganz wütend und nehme wieder Sticker oder Stempel. Ich kann das nicht. Da ist auch wieder Dekoration für Karten. Und was ist das? Ein Deko-Schnee. Deko-Schnee. Deko-Schnee liebe ich. Benutze ich auch für Karten. Aber ich habe eine andere Tube. Die hüte ich auf jeden Augapfel, wenn ich nur die eine Tube habe. Die meine ist nicht von Deko-Time. Und dann ist noch Glitzer dabei. Den kann man dann in den frischen Schnee reintun. Und ich glaube, ich habe hier sogar eine Karte mit Deko-Schnee dabei. Ja, ich sollte jetzt nicht hier damit die Zeit verbringen, sondern weitermachen. Da waren nämlich Rentiere im Wald. Oh, da ist nicht so viel drin. Ich werde verrückt. Noch mehr Deko. Kreativkartenset. Noch ein Dekreativkartenset. Könnt ihr das sehen? Du bist wahnsinnig. Du bist wirklich wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da rächen soll. Hör mal. Embossing Folder, Embossing Schablone, die ist aber schwer. Da nur eine drin, so schwer? Nein, es sind mehrere. Hab mich auch gewundert, denn so schwer ist ja nicht eine. Dreimal die gleiche, ja, das heißt, wir können da alle was von haben. Ne? Herzchen und Quadrate. Embossen ist prägen. Da ist nämlich auch für prägen. Man kann das zum Beispiel mit einem, also so ein Licht darunter und Pergamentpapier oder Kuppelmaschine. Einfacher natürlich. Und dann gibt es eben so Lichtkästen, da kann man dann mit Pergamentpapier oder dünnem Papier das auch machen. Aber einfacher, wie gesagt, ist natürlich mit der Kuppelmaschine oder gibt es auch mit Motor natürlich. Und das ist so eine Embossing-Schablone. Auch mehrere. Mehrere. Mehrere ist eine blöde Angewohnheit, ich weiß. Ich glaube, das kommt aus den 80ern. Ja, dreimal die gleiche. Und sie hat gesagt, also ich darf das auch weiter verschenken, natürlich, sagte sie natürlich. Und auch verlosen, wenn also hier im Umkreis das nicht. Toll. Ne? Das für eine richtige Karte, für eine richtige Karte. Ah, ein Block mit verschiedenen Papieren. Den habe ich auch schon mal gehabt, ja. War der nicht noch von Garen Jittenmeier? Ich meine ja. Den habe ich nämlich auch mal gehabt. Durchgenudelt, schon längst erledigt. Und das sind wieder Faltpapiere. Ja, mit Faltpapieren kann man genauso Karten bebasteln, wie mit allem anderen. Ausstanzen, ausschneiden, alles bestempeln. Und 50 Blatt Tonzeichenpapier. Ja, wie gesagt, ausstanzen, stempeln, Hintergründe kleben, alles. Papier braucht man immer als Bastler. Vor allem als Kartenbastler. So, Twin Markers. Die habe ich sogar, genau die. Und die habe ich schon so viel benutzt. An der einen Seite ist mit Wasserfarbe von einem Stift. Wasserfarbe, Metallicfarbe. Die Metallicfarbe ist Apfelalkoholbasis. Und die beiden in einem Stift eigentlich gleiche Farbe, sieht völlig unterschiedlich aus. Und
Ja, sieht toll aus. Einfach klasse. Liebe die. Aber ich habe auch wirklich nur hier diese rosa Ausführung. Genau diese habe ich. Was ist das? Ach, das ist die Anleitung für den Exploding Box Macher. Das ist gut, dass die dabei ist, ne? Die Exploding Box ist. Ja, ich tauche. Tauche mal wieder. Und da haben wir kleine Ausstanzungen in Silber und Gold. Sternchen, Blümchen, alles mögliche. Ausstanzungen. Und das ist, glaube ich, auch noch von dem. Ja, von dem Box, Exploding Box mache. So kann das auch aussehen, nachher, wenn man die aufmacht dann. Ich will auch schon immer mit euch mit ins Bastelzimmer nehmen, ne? Aber irgendwie komme ich mal dazu, schnell eine Karte zu machen und das war es dann auch. Ah, hier kann man natürlich, ja, wie ich eben sagte, versucht mal aus dem Stand raus einfach ohne Hilfsmittel einen Kreis zu zeichnen. Ich kann es nicht. Hier ist ein geeignetes Werkzeug dazu. Und das ist, weiß ich nicht, steht auch nichts drauf, ne? Sammy schimpft wieder. Was ist denn Sammy? Ach, da ist so ein Kuschelkissen auf der Couch und da stammelt er gerade drauf rum. Dum, dum, dum. Jetzt geht er auf Wolfgang. Nee, ne? Nee, das glaube ich nicht. Weißt du, was das ist? Ja, soll ich das wissen. Weißt du, was das ist? Stempel und Stanz. Nein, du bist überhaupt nicht eskaliert. Überhaupt gar nicht. Oh, du bist der Wahnsinn, ehrlich. Also hier sind... Ich komme da gar nicht drüber. Ich werde heute Nacht noch sitzen und mir das alles wieder begucken. Also kleine Ratten, kleine, oh süß, kleine Eichhörnchen und kleine Waschbären und Blümchen und Herzen und Ballons. So, und das ist jeweils ein Hintergrundstempel, macht man mit einer Farbe und dann mit einer anderen Farbe dann nochmal drauf stempeln, genau die gleiche Stelle. Und dann ergibt das ein Tier oder ein Blümchen oder ein Ballon. Tolle Idee. Und man kann es auch noch ausstanzen. Die passende Ausstanzung ist auch noch dabei. Das ist der Wahnsinn. Und Gras. Hier kann man noch ein Gras, Hintergrund, Vordergrund. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Lass mal weg. Und das sind lauter kleine Eichhörnchen. Ganz viele Eichhörnchen. Ich werde wahnsinnig. Und kleine, seid ihr Küken? Küken auf Eis mit Schlittschuhen. Küken, you make me happy. Bring me the merry. Bring on the merry. Was steht da? Waddling in a winter wonderland. Also watscheln im Winter Wunderland. Küken auf Schlittschuhen im Eis. Selten, aber warum nicht? Ne? Und das ist eine dicke Katze und ein dicker und süßer Hund. Aha, das geht an den Nordpol. Oh nein! Jetzt erkenne ich das erst. Kann man das sehen? Hier oben ist also ein Paket. Da sitzt eine Katze drin, die ist halbwegs verbuddelt mit Geschenkband und der Hund zieht, der hat draufgeschrieben zum Nordpol. Der will die Katze loswerden. Bei uns war es auch so. Der kleine Sammy und die große Ondine, die ja jetzt vor einem Jahr gestorben ist. Wer war da der Boss? Keine Frage, ne? Kleine Sammy. Und den hat dann, tut mir nichts, weil die so scharfe Krallen haben. Und absolut, absolut keine Hormone haben, diese Katzen. You've been good this year, mostly. Du warst also brav dieses Jahr, meistens. Und noch tolle Sprüche. Ich wünsche dir zum Geburtstag 12 Monate Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne Stress, 8760 Stunden Liebe, 525.600 Minuten Frieden und ganz viele Sekunden Freude. Ganz, ganz viele Sprüche und toll. Ich werde wahnsinnig. Da steht noch was von Kalorien. Kalorien zählen nicht, wenn eine Kerze drin steckt. Geburtstagskuchen. Und dann haben wir wunderbar mit jedem Jahr.
gesucht und gefunden, für den besten Papa und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich ja schon ein Blümchen angeknickt an meiner Karte. Ganz viele tolle Sprüche und ganz viele tolle Kerzen. Kerzen für alle Lebenslagen. Katzen hat man nie genug. Oh nee, das sind auch alles Katzen und Hunde. Und die gucken alle ganz erschreckt und die gucken blöd. Das sind lustige Katzen und Hunde. Und ich hoffe, die könnt ihr sehen. Ja, ja, Wolfgang ist noch da. Der ist nur nicht sehr interessiert an die Bastelsachen. Deshalb hat er... Für dich, take care. Aus der Entfernung siehst du super aus. Ich denke an dich. Nähe ist keine Frage der Entfernung. Das stimmt wirklich. Aha. Jetzt kommt was anderes. Ein Glas. Pantene Pro V Keratin Haarmaske. Es ist wirklich die Haarmaske drin. Bei der Claudia weiß man nie. Es ist wirklich eine Haarmaske. Ja, kann ich brauchen, tatsächlich. Natürlich kann ich das brauchen. Repair and Care. Lange Haare brauchen immer eine Haarmaske. Bei jeder Haarwäsche mache ich das. Dieses, aha, also da steht was drin. Wie geht das auf? Dann vielleicht so. Schmeiß rüber. Ah, ist gar nicht so, ich bin gar nicht so dumm. Dieses doppelseitige Klebeband verwende ich zum Beispiel für rutschende BH-Träger. Um einen rutschenden Strumpf zu fixieren, du nimmst es bestimmt für Karten. Aha. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das ist relativ dickes doppelseitiges Klebeband. Vielleicht einen halben Millimeter dick. Und das klebt wie Sau. Also das klebt sehr. Ja, ich werde das, glaube ich. Gut, rutschende Strümpfe habe ich nicht, aber das andere schon. Ne? Du kommst dann immer hinten und drehst mir wieder gerade, weil ich... Das Band kenne ich überhaupt noch nicht. Und da haben wir wieder Verpackungsmaterial. Sie kann wirklich super duper gut verpacken, das muss man sagen. Und ich muss sehr vorsichtig sein, damit ich hier nichts... Wir müssen das alle nachher nochmal durchgucken, ne? Dass wir gar nichts aussortieren, was nicht auszubringen. Da kommt schon wieder eine Stempelplatte. Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht mehr sehen. Oh, wie süß. Einmal drücken aus der Ferne. Ja, das sage ich dir, Claudia. Also ganz viel, nicht nur einmal, ganz, ganz viel drücken aus der Ferne. Und deine liebe Mama auch. Ihr seid der Wahnsinn. Und wir werden uns sehen, ganz bestimmt. 15:30. Kleine für dich Box Minuten to go outside Coffee Wellness. Ah, das ist ein kleiner Yogi. Ein Küken-Yogi. Für Wellness. Und Klebeband. Große Rolle Klebeband. Doppelseitiges Klebeband, cool. Ich brauche immer jede Menge doppelseitiges Klebeband. Immer. Ne? Ja. Ich würde dann einfach die Stanzen auch wieder rein. Welche und Stanzen? Die Stempel. Ja. Damit die nicht verloren gehen. Ne, du trägst das Ding nicht weg, hier die Kiste. Es kommt erstmal alles, das werde ich nachher nochmal alles in Ruhe begucken, ganz in Ruhe. Ganz, ganz in Ruhe. Die Haarmaske? Ja, ich stelle hier oben hin, mit dem ich mit da reinquette. Ne? Und das auch. Ja, ich weiß, du hast gedacht, das wär's das auch gewesen, aber noch nicht ganz. Oh, hier ist Verlaufpapier, guck mal. Also Verlaufpapier ist einfach, ne? Die Farbe ist im Verlauf, von hell bis dunkel. Und das in allen möglichen Farben. Ist das denn? Ach, das ist hier, weil das kann man das sogar als Karte nehmen. Auf der einen Seite matt und auf der anderen Seite glänzend, beschichtet. Ja, das kann man schon als quadratische Karte nehmen. Das hat schon eine ganz gute Grammatur. Ne? Da, quadratische Karte.
Jetzt noch mit dem Falzbein noch mal kräftig drüber. Ja, super. Wie gesagt, Papier hat man nie zu viel. Nie. Weißt du noch, du hast neulich gesagt, ich hätte aber zu viel Papier. Ich soll das aussortieren. Ich hole jetzt alles hier raus, was noch drin ist. Tada! Wir sind bis auf den Grund vorgestoßen. Was war das? Kleine Glitzersteine. Ein München Glitzersteinchen. Und, was bist du? Ein Chalkmarker, ein Kreidemarker. In weiß, das ist super. Der ist auf dunklen. Kennt ihr bestimmt alle von Edding. Der ist auf dunklem Hintergrund nämlich dann sogar zu sehen. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe keinen weißen Chalkmarker. Ich habe einen in grün, einen in blau. Das war so ein Dreierpaket. Grün, blau und wer ist das? Hellila, glaube ich. Und das Polymer, das kann man im Ofen backen. Das habe ich noch nie gehabt. Das muss ich mal gucken, dass man dann. Ach, guck an. Kann man sowas mit basteln hier? Da. Guck mal. Da kann man was mit basteln. In dem Fall natürlich eher so blaue Sachen. Nicht rosa. Ist aber ein bisschen rosa dabei. Das weiß ich noch nicht, wie das. Ob ich das kann. Okay, dann ist noch Papier. Holographisches Papier in allen möglichen Farben. Und. Glitzerkarton in verschiedenen Farben. Und oh, das sind meine Lieblingssets hier von Action. Die haben die seit schon ewig nicht mehr. Letztes Jahr zu Weihnachten hatten sie nochmal welche und seitdem gar nicht mehr. Und ich liebe die. Ich habe sie euch auch schon öfter gezeigt, wenn wir von Action wiederkam. Da sind immer hier so richtig dickerer Karton, ich glaube 5 Stück. Dann die ganzen Ausstands und die kann man einfach rausbrechen. Dann hier sind Sticker drin und Anhänger und A5-Papier und dann immer noch Glöckchen und Bändchen. Und hinten drauf, da steht immer, was alles man da drin vorfindet. Und das ist so süß, ich habe die so geliebt immer. Wir haben die noch gar nicht mehr gehabt. Ne? Das Ganze, ich habe sogar gefragt. Und dann sagte ich, ja, ich kann nichts bestellen, was ich nicht bestellen kann. Und das ist das gleiche System hier. Das ist dann da alles drin und ich liebe die wirklich. Und viele von denen kann ich einfach nicht weggeben. Die sind nur zum Gucken und zum Streicheln und hin und her legen. Und dann kriegt die keiner. So bin ich. Was ist das? Transferpapier. Ah, man kann hier T-Shirts bedrucken und so. Ja, am besten stanzt man da was aus, ne? Ausstanzen? Kann man doch bestimmt stanzen. Ja. Eine Gebrauchsanleitung beigefügt steht hier. Habe ich noch nie gemacht. Das mit so. Nee. Und noch jede Menge Papier. Angefangenes und. Ja, jede Menge Papier. Geriffeltes Papier und Tonkarton. Und hier Seitenpapier. Alles Mögliche. Ja, super. Wie gesagt, Papier hat man nie zu viel, wirklich nicht. Und ich bin echt erschlagen. Liebe Claudia, liebe Mama von Claudia, das ist der Wahnsinn. Stimmt's? Ja. Ich weiß, er ist heute sehr schweigsam, das ist nicht sein Thema. Also, so gar nicht, aber meins dafür umso mehr, ne? Oh, ich weiß, wie genau meine Schwägerin, die wird jetzt beim Zuschauen auch sagen, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, die kommt bestimmt bald mich besuchen. Und ich hoffe, Annette dann auch, ich werde es darauf aufmerksam machen, auf das Video. Soll sie mal gucken, dann kommt sie bestimmt auch bald. Wir wollen nämlich dann auch, Annette ist die Einzige, die gesagt hat, ja, ich kann mal gern mitfilmen. Dann soll sie auch mal bald kommen, ne? Dann könnt ihr Weihnachtskarten zusammenbasteln, wenn ihr Lust habt. Das würde mich freuen, mit Annette basteln. Meine Schwägerin möchte nicht mitfilmt werden. Und auch sonst niemand, den ich kenne. Niemand. Niemand. Naja, egal. Ich danke euch jedenfalls ganz, ganz, ganz herzlich, liebe Claudia und liebe Mama von Claudia. Hier ist noch die schöne Karte, die lasse ich dabei.
Vielen, vielen Dank. Ihr seid der Wahnsinn. Ich werde dir auch noch Worte persönlich sagen. Da fällt mir nichts mehr ein. Also ein ganz, ganz großes Herz an euch. Und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mag euch. Ich mag euch alle. Ihr wisst es. Und ja, Claudia, fühl dich umarmt. Claudias Mama fühlt sich auch umarmt. Mir gehen die Worte aus. Ich muss jetzt einen Schluck trinken und mein Mann steht da. Alles Liebe, bis demnächst.